Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich fertig meine kleine süße Köstlichkeiten als Weihnachtsgeschenk, als Mitbringsel. Und da sind die Nüsse, da kann man dazu legen auch die Fruchtchips, in meinem Fall habe ich Banane und Erdbeeren dazu und wird das alles im Honig angelegt. Und jetzt fülle ich gerade mit Honig voll. Muss aufpassen ein bisschen, dass da überall Luft rausgeht. Mit den Löffelchen einfach runterdrücken. Dann Luft geht raus und dann haben wir das. So, und wenn das Gläschen ist, richtig voll ist, Deckel zu und ist bereit zum Verschenken. Und das ist wirklich nicht kompliziert, wird schnell gemacht und das ist so, kann man sagen, so ein Expressgeschenk, welche kann man sehr schnell zubereiten. Am ersten Tag weicht die Nüsse auf, dass die sozusagen werden aktiviert und werden auch besser haltbar, werden nicht sauer in Honig und so weiter. Es ist auch viel gesünder, wenn die Nüsse erstmal werden aufgeweicht. Danach müssen wir die natürlich wieder trocken lassen und dann, wenn die getrocknet sind, so schön verpacken. Jetzt brauche ich nur schöne Etikett, hübsch verzieren und schenken. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich das zubereitet und wie habe ich es gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Aber liebe Freunde, bitte liest ihr auch unten in die Beschreibung, was ich alles daraus reinschreibe. Weil es ist zu jeder Nuss gehören bestimmte Zeiten zum Anweichen und so weiter. Und die Informationen schreibe ich euch unten in die Beschreibung. Viel Spaß! Bevor wir die Nüsse in Honig anlegen können, müssen wir die erstmal einweichen, sozusagen aktivieren oder aufwecken. Es kann man vergleichen wie mit den Samen. Wenn mal die Samen wird mal feucht gemacht, werden die keimen. So ungefähr ist das bei den Nüssen. Wir müssen die aufwecken. Das Wasser, in welches werden wir einweichen, müssen wir mal auswechseln. Bei dem Walnuss muss man bis 3-4 Mal Wasser auswechseln, bis dass wir so ungefähr wie jetzt so eine klare Wasser bekommen. Die ersten zwei Wasser werden die richtig so schmierig und dreckig. Bei den Quechua-Nüsse reicht man auch zweimal. Ich habe jetzt schon hier zweimal gewechselt und hier habe ich schon viermal gewechselt. Bei den Mandelnüsse habe ich nur einmal gewechselt. Schaut ihr, Wasser, alles gut. Und ich kann euch zeigen, wie dreckig Wasser ist, wenn wir zum Beispiel eine halbe Stunde werden das anschauen. Schaut bitte, wie sehen unsere Nüsse nur nach 3/4 Stunde, wann wir die angeweicht haben. Das sind die Walnüsse, das richtige dreckiges Wasser. Deswegen bei den Walnüssen ist es wichtig, wirklich mal 3-4 Mal sogar das Wasser auswechseln. Jetzt werde ich die absieben und neues Wasser reinmachen. So sehen die Quechua-Nüsse etwas nur milchig, aber wirklich noch etwas. Und bei den Mandeln auch nicht sehr viel. Das Schlimmste immer die Walnüsse, die sind am dreckigsten. Deswegen ist das wichtig, Wasser öfter zu wechseln. So, und jetzt werden wir unsere Nüsse absieben und werden die erstmal trocknen lassen. Ich lege die erstmal auf die Küchentuch und dann bei 50 Grad eine Stunde trocknen lassen. Es muss dann erstmal gleich schnell antrocknen nach den Aufweichen für das bessere Lagerung. Und ich mache nicht viel, deswegen mache ich in Backofen bei 50 Grad. Sonst, wenn ihr natürlich mehrere Gläser macht und viel macht, besser natürlich in Dörrgerät das zu machen. So, erstmal werde ich absieben, nochmal kurz abspülen und auf den Tuch legen. Bevor ich dir auf den Gitter gebe zum Trocknen, lege ich erstmal kurz auf den Tuch, dass der überschüssige Wasser wird ein bisschen abgetropft. Und wenn wir die so einweichen,
Es ist eigentlich für unsere Gesundheit auch besser und wird von unserem Körper auch besser aufgenommen, die ganzen Vitamine und Mineralstoffe, was in Nüsse sind. So leicht bisschen noch abtrocknen und dann könnt ihr nachschauen, ob irgendwo so eine schlechte Nuss dabei ist, könnt ihr gleich rausnehmen. So, und jetzt kann ich alles übertragen auf die Gitter. Habe ich so eine Unterlage, das ist von meinem Dörrgerät. Dann zirkuliert der Luft das am besten, weil da so kleine Löcherchen sind. Aber die Nüsse fallen nicht runter. Trage es alles rüber. So, jetzt geht es im Backofen bei 50 Grad für eine Stunde. Danach kann man auf 40 Grad stellen und wird es ungefähr so 10, 12, vielleicht bei jemandem wird auch sogar 14 Stunden dauern. Auf jeden Fall, ihr müsst das so Nuss nehmen und probieren und spüren, ob da noch Feuchtigkeit ist. Das ist wirklich sehr wichtig. Die müssen danach wirklich trocken sein. Weil wenn wir dann in den Honig einlegen, dass es euch nicht schlecht wird und nicht sauer wird, es muss wirklich richtig gut getrocknet. Ich stelle jetzt das in den Backofen bei 50 Grad für eine Stunde und danach stelle ich auf meine Heizung, weil wir haben im Wohnzimmer so breitere Heizung, es ist so niedrig und drüber ist so eine Marmorplatte und da stelle ich auf die Heizung und lasse einfach langsam auf dem Heizung trocknen und vielleicht bei mir wird das sogar noch länger als 12 Stunden. Ich denke schon, dass wir sehen uns am nächsten Tag. Bis dann! Wenn Sie das im Backofen macht, dann vergessen Sie bitte nicht, in die Tür ein Handtuch oder ein Holzlöffelstiel reinstecken, dass die Feuchtigkeit kann aus dem Backofen entweichen. So, liebe Freunde, am nächsten Tag machen wir es weiter. Ich habe meine Nüsse, wie gesagt, eine Stunde nur im Backofen bei 50 Grad gemacht und dann Rest habe ich auf den Heizung gestellt, wie ich schon das erklärt habe. Das allererste waren die fertig Mandelnüsse. Danach waren die schon auch Walnüsse fertig und am längsten gedauert bei Cashewnüsse. Die haben am längsten gedauert, bis das dann trocken wird. Und ihr müsst unbedingt wirklich nachtesten, ob die trocken sind, ob die so knacken. Hört ihr, wie rauschen sie jetzt. Das ist sehr wichtig, dass die euch dann im Honig nicht sauer werden. So, und jetzt können wir unsere sozusagen kleine Bäckerei in den Glas backen. Die Gläschen habe ich dir schon alle heiß abgespült, den Backofen kurz gestellt, dass sie richtig schön trocken sind, die Deckel alles schön trocken. Und können jetzt unsere Nüsse schichten. Wie ihr das ja macht, es ist euch überlassen. Ich mache erstmal ein paar Cashew, dann ein paar Walnüsse, stelle die ein bisschen an die Wand von dem Glas, dann in die Mitte wieder die, dann ein paar Mandeln auch am Rand. Und was kann man auch gut zu den Nüssen hier zusammenpacken, das ist die Fruchtchips. Ob wie jetzt in meinem Fall habe ich noch Banane und Erdbeeren. Sehr schön auch zum Beispiel Kiwi trocken lassen und Kiwischeibchen dazu geben. So, dann werde ich einfach ein paar von den Fruchtchips auch dazu geben. Es sieht im Glas auch schön. Blättchen von den Erdbeeren. Ein leckerer Fruchtgeschmack und so Geruch auch. Es ist wirklich schön. Und dann können wir auch Rest mit den Nüssen füllen. So viel, wie es das reinpasst. Auf jeden Fall Honig soll drüber stehen. So sieht jetzt mein Gläschen aus. Fülle ich erstmal diese drei Gläschen. Ich habe mir nur drei Gläschen vorbereitet, weil viel will ich es nicht machen. Das ist nur wirklich als Mitbringsel. Und zu Hause isst man sowas auch nicht viel. Von sowas muss man wirklich nur ein bisschen genießen, wenn man nur ein, zwei Nüsse rausnimmt mit dem Honig heraus. Es ist wirklich sehr, sehr lecker auch.
So, und dann ein paar Chips auch. So, haben wir jetzt aufgefüllt unsere Gläschen und Rest, oder ich hole mir noch ein paar Gläschen aus dem Keller und mache noch ein paar Gläschen. Oder macht man die einfach in die Dose und kann man immer noch ein bisschen naschen. Und wenn die gewässert sind, die sind viel gesünder, die zum Naschen einfach so aus der Tüte. So, jetzt werden wir mit dem Honig übergießen. Und in dem Fall, liebe Freunde, müsst ihr unbedingt achten, dass ihr nur flüssige Honig nehmt. Und am besten geeignet ist es Blütenhonig oder Akazienhonig, weil er wird dann nicht fest. Und füllen langsam den Honig in die Gläser rein. Wir müssen immer abwarten, dass der Honig runterkommt und immer wieder nachfüllen, bis das Glas richtig voll ist. So, und immer wieder wiederholen. Und natürlich ein bisschen Zeit nehmen und abwarten. So, liebe Freunde, und so sieht es aus, wenn mal es wird fertig hingestellt, die Etiketten draufgeklebt, die Gläschen und Etiketten, das sind alles von Steffi, ihre Shop, da könnt ihr mal reinschauen, der Link steht unten in die Beschreibung, habe ich oben drauf noch ein Sternchen draufgeklebt, kann man auch ein bisschen was so schmücken, zu welcher Gelegenheit bringt ihr eure Mitbringsel, zum Weihnachten passt dann was Weihnachtliches. Hier Aufkleber auch drauf. Sieht wirklich sehr hübsch aus. So, liebe Freunde, das ist noch eine Anregung, was kann man aus der Küche als Geschenk mitbringen und vielleicht einer oder die andere das nachmacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie gesund, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal.